Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report. Ja, wir wachen auf, allein natürlich. Ja, wir haben heute Sonnenuntergang auf den Feldern. Wir daten die halbe Stadt. Ich erinnere mich wieder, da war was mit Xu. So, wir gehen einfach mal raus. Schauen, was uns so erwartet. Auf jeden Fall, wir haben heute sehr viel vor wieder im Port. Ja, wir haben Anfang Frühling, alles blüht. Alles ist super wie bei uns heute draußen. Sieht nämlich echt schön aus. Es hat auch einfach 18 Grad. Aber ich habe meine Pollenallergie mal wieder. Das heißt, es ist vielleicht nicht das Dümmste, dass ich gerade herinhocke. Also ich merke es schon wieder. Also meine Augen sind richtig kaputt einfach nur. Und meine Nase läuft auch. Aber ich bin wieder gesund. Es hat dann noch, ich glaube Dienstag war es, da war ich wieder dann voll fit. Also da war ich, da habe ich nichts mehr gemerkt und heute früh habe ich es wieder gemerkt, aber das ist jetzt gerade Heuschnupfen. Okay. Schauen wir uns erstmal in die Kiste. Ja, am Anfang glätzt immer ein bisschen. Von Phyllis. Ich erwarte dich heute um 17 Uhr vom Stadttor. Komm nicht zu spät. Oh Gott, seit ich nicht mehr verheiratet bin, ist hier die halbe Stadt hinter mir, ja. Sollte ich mir da ein paar Gedanken machen. So. Ach, ich habe Algen. Das ist ja Essen. So. Seit mich Ardit verlassen hat. Traurigerweise. Ich weiß immer noch nicht, wieso er das getan hat, aber okay. Hat er halt gemacht. Kann ich den aufstellen? Nein, den kann ich natürlich. Ja, ich weiß, Ak, du leistest dir mehr Arbeit als andere. Ich weiß Bescheid, Ak. So, der Paul, ich glaube, der möchte sich was in meinen Garten anschauen. Tonfigur Frau. Der sucht nach einer Frau. Ah, da hüpft gerade Kuckuck vorbei. Das ist auch nicht schlecht. Wir müssen auch schauen, ob heute irgendjemand Birthday hat. Weil wir sind ja noch ein bisschen mit der Freundschaft hinterher. Ich habe übrigens in der Umfrage geschaut, was damals abgestimmt wurde. Und tatsächlich wurde eigentlich nur dafür abgestimmt, dass wir die Missionen fertig machen. Das heißt, ich muss mich da mit der Freundschaft gar nicht so bemühen. Aber ich meine, dadurch kriegen wir noch mal ein paar Missionen. Ich wollte hier, nicht gerade hier. Birthday. Morgen hat McDonald's. Da müssen wir dann auch mal schauen, was er will. Alo hat sich ein Soldat mit Lanze. Ey, ihr könnt euch wegen mir meinen ganzen Garten. Vor allem, die gehen jetzt auch noch ins Museum. Es gibt Double Points. ja, morgen ist die Dana wieder in der Stadt. Wir haben ja schon wieder Mittwoch. So, 2 Stunden bis zum Spiel. Ich gehe heute schon mal spielen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mit wem, aber ich gehe heute spielen. Lauter S-Aufträge. Also, wir haben einmal Merlin, Remington und Albert. Albert, welche. Wasserdichte Lampen sind anstrengend. Und 3 Holzsäulen. Okay. Das bringt ein bisschen mehr Kohle, glaube ich. Machen wir mal Remington. Okay, mein Stream hat sich gerade nur aufgehängt. Das heißt, falls jetzt jemand im Chat schreiben würde, müsste ich auf mein Handy sehen. Gut. Ja, hallo, Puffy Queen. Hab ich gesehen. So, wasserdichte Lampe. Machen wir gleich mal 3 Stück, wenn wir da eh schon dabei sind. Okay, ich weiß nicht, ob der Tobi sich auch was anschauen wollte, weil der eben da ist. Gott, das leckt gerade aber echt heftig, gell? Okay, das kommt, weil der Stream hängt. Das sollte gleich dann wieder funktionieren. Wenigstens in der Aufnahme merkt man es, glaube ich, nicht so krass. Ich weiß ja nicht, ob ich den Elektroschweißhelm schon im Museum habe. Ich habe nämlich irgendwie Zweifel daran. So, aber wasserdichte Lampe. Das sollten wir eigentlich ohne Probleme herstellen können. Also Portia ist jetzt eigentlich nicht so ein Spieler, wo man so viele Probleme haben kann. Da habe ich damals auf meinem Laptop gespielt, wer sich noch erinnern kann. Ach, mit Martha mit State, okay. Martha, ich nehme dich gleich mal mit. Es wird langsam wärmer. Ja, das hat so der Frühling in sich. Sonst was in der Stadt abhängen? Ja. So, dann gehe ich gleich mal in der Stadt das Ding wegbringen. Und dann zu Django wollten wir jetzt ja täglich gehen, damit der endlich mal mit uns irgendwie befreundet wird. Ah, jetzt fangen die an zu reden, dass das der Ding sein könnte. Okay. Rezepte. Chili-Pfeffer hört sich doch interessant an. Fischbrei. Party habe ich heute, glaube ich, nicht. So. 2 Stunden bis. Oh, ich habe heute eine Party. Lustig, wusste ich nicht. So, wir haben Adis Wohnung. Das ist nichts heute darauf hin, dass er der Ritter ist. Vielleicht wollte er in sich einen Ort gehen. Es wäre dann auch meine Wohnung, die ihr durchsucht habt. Wollte ich nur mal anmerken, war die einfach meine Wohnung? Hä? Komm, Martha, wir plaudern ein bisschen.
Komm, wir plaudern. Plaudern ist ja auch immer wichtig. Plaudern. Ach, da ist Truss und Truss. Wir haben jetzt dann noch so ein Event am Hafen unten. Gerade geht ja mit denen gar nichts. Wie wir einfach mit Martin zulabern. So, 22 Points schon mal mit ihr, so 7. So, dann gehen wir einmal wippen und einmal schaukeln. Okay, dann wippen wir jetzt, weil das so eine lustige Aktivität ist. Ja, ich habe es gerade im Stream schon mal gesagt. Ich habe mir gerade ein neues Spiel geholt und zwar Little King Story. Also ich habe das schon für Wii. Aber ich bin zurzeit kein Fan von Wii oder Wii U. Einfach weil ich es umstecken muss und mit Controller spielen muss. Und deswegen, es hat unter 5 Euro gekostet. Da habe ich es mir jetzt gerade nochmal auf Steam geholt. Und ja, es hatte 70% Sale und ich habe in die Historie geschaut, das wird nicht billiger. Das ist vielleicht irgendwann in 5 Jahren, aber das Spiel ist ja auch schon uralt. Ich glaube, seit 2016 ist es auf Steam. Deswegen habe ich mir das jetzt halt einfach mal geholt und das werden wir auch dann demnächst mal spielen. Das wird dann praktisch der Ersatz für Palworld dann wieder werden, aber Palworld müssen wir auch erstmal weiterspielen. Und ich glaube, das Spiel ist voluminöser, als wir es bisher gedacht haben, habe ich so ganz stark den Eindruck. Einfach weil ich auf der Xbox ein bisschen weiter gespielt habe. Also nicht an unseren Account, sondern so halt. Und ja. Irgendwie glaube ich, dass ich das Spiel ein bisschen unterschätzt habe, ein bisschen sehr. So, komm, schaukeln wir synchron. Space War. Was sind es gerade für Lags, die ich hier habe? Vor allem warum? Also nach der Folge werde ich auf jeden Fall mal in meinen Task Manager reinschauen, was da so abgeht. Weil das ist echt krass. Okay, cool. Dann haben wir Schaukeln. Synchronschaukeln. Dann schauen wir mal nach oben zum Essen. Die müssten ja bald aufmachen. Oh, Pinky. Ich nehme jetzt gerade alles mit, was mir irgendwie ein bisschen Zeit gibt, weil es dauert noch, bis die da oben aufmachen. So, eingetrockneter Klingenfisch für Pinky. Alter. Ernsthaft jetzt? Wie teuer ist heute der Preis? Ah, das kann doch nicht so lecken. Okay, 114 ist schon ein bisschen höher. Ja, aber eigentlich hier gerade nur eine CPU-Auslastung von 9. Also nicht so hoch, dass man diese Lecks damit irgendwie rechtfertigen könnte. Eine Stunde bis Feierabend ist in Ordnung. Über Lieblingsessen reden. Gebracke an der Reis mit Kokoshühnchen. Das hört sich schon ein bisschen widerlich an. Nach Arbeit fragen. Wie läuft deine Bäckerei? So, jetzt hoffen wir, dass sie uns sagt, was sie möchte. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Ich bestelle nichts Teures. Ja, sie sagt's. So. Meine Fotos bestehen auch zur Hälfte irgendwie aus dem Spiel. So, einmal ein zweifarbiger Pudding. Dann Brechbohnen in Soße. Dann noch ein Obstsalat. Obwohl das was Süßes wahrscheinlich, oder? Vielleicht auch schon Vorspeise. Ein gegrillter Truthahn. Und zu guter Letzt noch einen leckeren Apfelsaftel. So, boah, es ist teuer. Ich hätte nicht gesagt, sie bestellen es zuerst. Ah, meine Leibschwester weiß, was mir gefällt. Okay. Okay, noch ein Punkt. Das heißt, wir können sie nochmal nach der Arbeit fragen. Als alleinerziehende Mutter. So. Das sollten unsere Points sein. 41. Kann man nehmen. Also 41 Punkte sind nicht schlecht. Das ist halt einfach fast ein halbes Herz. Schon krass eigentlich, so ein halbes Herz. Wie du dich ja bei Chincha eigentlich zu Tode buckeln musst, wenn du dir jeden Tag was schenkst. Das ist schon kostspieliger. Okay. Mich interessiert echt an, was diese Lecks gerade liegen, weil die sind echt ekelhaft.
So, dann schauen wir mal. Sind die alle schon brav bei mir daheim angekommen? Zu McDonald's und zu Sophie müssen wir dann hoch wegen den Eimern. Ja, es tut mir leid wegen den Lecks, aber ich hoffe, das hat's jetzt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was mein PC gerade macht. Ja, da habe ich jetzt auch wieder so ein Ding, was ich nicht brauche. Okay, hier fehlen auf jeden Fall noch zwei Plätze. Ich hoffe, da kommt noch jemand angerannt. Ah, da kommt Martha. Okay, aber eine Person fehlt hier noch irgendwie. Okay. Kommt halt keiner. Ach doch, da kommt die Sophia. Die braucht wahrscheinlich zu lang. Oh Mist, die braucht einfach so lange. Ich habe es extra, glaube ich, um 10 Uhr veranstaltet, dass sie pünktlich kommt, aber das hilft dann wohl nichts. Wenn man es einfach eine Stunde später veranstaltet. Mist. Jetzt geht's, glaube ich, heim, oder? Oder sie kommt noch. Das kann auch sein, aber wirklich nicht so. Dann kriegst du mal deinen Eimer. Vielleicht macht dich das glücklich. Ich weiß nicht, ob die noch vorbeikommt. Ich glaube es eh nicht. So. Ja, zum Essen muss ich dann nichts hinlegen, wenn die nicht kommt. Gut, was machen wir jetzt Spannendes? Minen sind, glaube ich, gerade nur noch die ganz hinten aktiv. Wie war die Mine? Ich weiß ja nicht, wenn die jetzt vorbeikommen, muss ich eigentlich schon noch was zum Essen hinlegen. Komm, dann legen wir nochmal schnell so zwei Essen hin. Macht ja nicht viel. Wo haben wir denn Essen? Vielleicht von einem noch genau zwei Stück. Nee, aber von denen und denen habe ich jeweils einen. Alter, das leckt. Das ist so nervig. Hinzufügen, hinzufügen. So, schönen Tag dir. Ich gehe mal in die Mine. Wow. Es ist. Oh Gott, aufs 12-12 warten wir jetzt ewig, weil das lädt immer lange. Okay, deine Wüste will übrigens ein Zauberwürfel. Die müssen wir in. Demnächst mal vorbeifahren. Aber ich meine, wir gehen heute wahrscheinlich eh noch zu Dana. Das heißt, es macht da nicht viel Umstände. Ja, wie gesagt, das lädt jetzt ein bisschen. So. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung, eine Minute oder so haben wir es dann geschafft. So, dann gehen wir. Also, ich brauche einen Bohrer, keine Axt. Jetzt keine Kettensäge. Ich möchte hier nicht alles niedermähen. Das wäre auch ein bisschen verwerflich. So. Darf ich mich bewegen? Danke, Spiel. Also in der Pause schaue ich dann wirklich, was da los ist zwischen den Folgen. Ich denke tatsächlich, dass gerade irgendwie ein Scanner oder so angegangen ist oder irgendwas im Hintergrund downloadet vielleicht. Weil von Sims ist gerade ein Pack gratis, also ein Accessoire-Pack ist es zwar, aber was nimmt man nicht alles mit? Und das habe ich mir gerade mal geholt, dass wenn wir das nächste Mal bei unserer 100-Baby-Challenge weitermachen, möglichst viele Neuerungen haben. Also wir haben, glaube ich, jetzt schon vier Packs oder so mehr seit dem letzten Mal. Ja, die anderen gibt es hier irgendwo gratis und ich nehme die halt so mit. Und dann kommen wir vielleicht da mal ein bisschen voran. Ich glaube, ich habe jetzt schon 9 Erweiterungspacks oder so und ich denke so, what? Kein einziges habe ich Geld ausgegeben. Ich muss da nicht hin, weil Kiste ist nicht notwendig. Wir suchen eigentlich nur noch Dinge, die wir noch nicht haben, aber ich bin mir langsam sicher, dass wir irgendwie alles haben. Okay, das Fest sollte jetzt auch gleich vorbei sein. Was wir veranstaltet haben und kurz da waren. Mal schauen, ob uns jemand hochsteigt, aber ich glaube es kaum, dass da jetzt jemand sagt, ach, oh, das Fest war so toll. Elektrischweise.
Wow, okay, Arlo ist hochgestiegen und noch irgendjemand. Cool. Wir haben was erreicht, wovon ich nicht gedacht habe, dass wir es erreichen. Aber gut, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye. My Time Airport. Ja, bis dahin. Bye.